Spreche mit dem Herrn Roland Lederer aus Hamburg. Ja, ist am Telefon. Wie kann ich Ihnen helfen? Genau, Sie haben an einer Umfrage teilgenommen und sind interessiert an einem iPad 32 Gigabyte. Was ist mit dem iPad? Ich habe Sie nicht verstanden. Ein iPad, ein Tablet. Sie haben an Ja. einer. Ja, ich sehe Genau, das. erinnern Sie sich, das war gestern. Es war eine lange Nacht gestern. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Aber erzählen Sie mal. Das hört sich nach Ihrer spannenden Nacht gestern an bei Ihnen, Herrn Lederer. Reeperbahn, Junge, Reeperbahn. Wir haben geile Dinger gedreht damals. Sehr schön. Ein Hamburger Junge richtig hier, oder wie? Stark, natürlich. Wo kommst du denn her? Mein Standort ist auch hier in Hamburg. Oh, sauber, sauber. Wir uns verstehen, Sauber, nehme ne? ich dich mal mit ins Clubhaus. Ja, Subi. Danke Und stark. Sie sind auch am 1.11.1963 geboren. So ein kleiner Jungspund noch hier, ne? Natürlich, beste Jahre, Bruder. Die besten Jahre, die 60er hier. So ist das, so ist das. Wir haben geile Dinger gedreht, das sag ich dir. Das freut mich doch sehr zu hören. Aber Und hallo. ich wollte mal fragen, das iPad mit 32 GB wäre verbunden mit einem Stromanbieterwechsel zu Yellow. Das werden wir alles übernehmen. Da wollte ich mal ein paar Fragen stellen zu Ihnen, ob Sie und würde Ihnen das mal gerne vorrechnen, ob sich das überhaupt lohnen würde für Sie, Ja, ob Sie beim Strom überhaupt. und wenn ich das mache, schenkt ihr mir das, oder wie? Ja, also Finde ich das gut. wäre halt als Prämie, ne? Finde ich gut. Dann kriege ich das dafür, dass ich das mache, kriege ich ein iPad. Richtig, 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 Rackenstark. genau. Das ist, wie ich Ja? immer sage, du gibst mir was, ich gebe dir was. So wie das Ehrenmänner untereinander machen. Genau, ganz klipp und klar untereinander Rackenstark. direkt Klartext sprechen. Unser Ehrenmänner, das ist ein großer Unterschied. Genau, Männer unter gibt's viel. Ehrenmänner. Genau. Wir sind ja Rackenstark. keine Art. Genau, da wollte ich Sie mal fragen, wie viel Kilowatt benutzen Sie denn im Jahr? Haben Sie denn gerade Ihre Unterlagen vor sich liegen? Ich hab mich selber vor mir liegen, ja, mehr krieg ich noch. Falls das was hilft, das ist irgendwas mit 50 Euro im Monat. 50 €. Sind Sie ein Mannhaushalt oder sind Sie mit Frau und Kinder hier? Ich bin zwar so stark wie zwei Männer, aber ich bin alleine. Zwei Männer, also in Ihrem Haushalt ist nur einer am Start, oder? Das bin ich. Da sind Sie. Ja, Ah, ein okay. Mann-Armee, Hamburger Ein Ein-Mann-Armee. Mann-Armee. Sag Ach, ein stark. Mann-Armee. Das hört sich doch ganz gut an. Das ist einfach so. Wir haben früher haben wir Kühlschrankweitwurf gemacht. Ja, klar. Ist einfach so. Ja, klar, kann ich auch verstehen. Was will man mit den Dingern denn sonst auch anderes zu machen? Ja, normal, normal. Ist Kann so. ich. Und Herbertstraße ist auch noch richtig? Reeperbahn, Junge, Reeperbahn. Reeperbahn, Junge, Das ist einfach so. das hört sich doch richtig, richtig ordentlich an. Das ist sowas von geil. Das besseres Leben kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Das ist einfach so. so. Also. Ich kann mal einen Schluck trinken, warte, aber bin gerade wach geworden. Ja, und E-Mail-Adresse stimmt auch, ne? Reeperbahngangster@gmail, ne? Ja, Dot com. sicherlich, sicherlich. Der Name ist Programm, Junge, das sag ich dir. Vom Roy Ja. kannst du noch viel lernen. Von dir kann ich noch viel lernen, das Das hört sich doch gut an. ist einfach so. Und wie groß ist denn deine Bude, wenn ich fragen darf, auf der Reeperbahn? 30 Quadratmeter, 50 Quadratmeter, dann kann ich das grob vorrechnen für dich. So irgendwas um die 70. Um die 70. Ist einfach so. Um die 70 Quadratmeter. Ja. Da passt schon was rein in die Bude. Da passt definitiv noch mit rein. Was meinst du? So. Ich hab's grad nicht verstanden. Ich meine, da passe ich definitiv mit rein in so einer riesengroßen Bude bei dir, ne? Ja, klar, Mann. Klar, Mann. Da ist schon viel Hamburger Platz. Jung hier. Er ist einfach Ja, so. Bist du gebürtiger genau. Hamburger? Du hörst dich nicht an wie einer. Wie bitte? Bist du gebürtiger Hamburger? Du hörst dich nicht so an.
Ja, normal bin ich gebürtiger Hamburger. Du musst dein Akzent, lass mal deinen Akzent raus da. Der will frei sein. Ja, normal. Also, guck mal. Sack. Ich sag dir mal, ich rede mal jetzt ein bisschen Tacheles diesbezüglich. Ist einfach In Deutschland so. darf man ja nichts verschenken, deshalb bist du einmal für das iPad mit 32 Gigabyte. In Silber wäre das, müsstest du ein Zacken hinlegen. Neuro. Euro. Sauber. Was? Sauber, Ich ne? glaube, das ist ein guter Deal. Kriegst du noch ein Hört sich Bier und doch dann sind gut wir an. quitt. Ja, so. Dann check ich das mal ab, den Tarif für dich. Sag mal, ich habe Zeit. Und Wie lange musst du heute arbeiten? Hallo? ja, ich mache das mal ganz kurz. Ich rechne dir das mal ganz kurz vor. Dauer Moment. Ja, ich habe mit Zahlen auch immer so ein Problem. Ja, ne? Ja, diese Zahlen heutzutage, ne? Ja, Das früher war macht das ein. nicht so schlimm mit den Zahlen, da gab es noch weniger davon. Also bist du noch da? Ja, bin ich noch. Sag stark. Nochmal. Dauert einen Moment, ich muss das einmal ganz Ich kurz. nicht, dass du so bist wie die Frauen, die plötzlich einfach weggehen und nicht wiederkommen. Nein, ach Quatsch. So Wohl. einer bin ich nicht. Bin ich aber im richtigen gelandet. Bist richtig beim richtigen. Nackenstark. Ist auch Jägermeister. Bin jung. So, du bist noch dran, ne? Ich berechne das ganz kurz. Dauer Ja, Moment. willst du auch Kennst du dich ja mit den Jägermeister Zahlen aus? haben? Nee, ein Jägermeister auf der Arbeit ist nicht so gut, glaube ich, einzusippeln. Warum nicht? Du Och, hast doch ich glaube, dann ist bestimmt. der Arbeitgeber nicht so zufrieden, ne? Wenn du einsippeln Ich tust. nehme ich mit zur Brust, wenn er frechzügig wird. Also, du nimmst deinen Chef zur Brust, wenn er frech wird gegenüber mir. Aber hallo, das geht nicht so. Du hast mir Also, ich was sag mal so, geschenkt, ne? jetzt habe ich eine Verpflichtung. Also, ich sag mal so. Roland, Was denn? du würdest im Monat 2 € sparen und hättest ein iPad dabei. Wie hört sich das an für dich? Ich Und würde sagen, dann zocke ich euch richtig ab. du zockst uns richtig ab. Finde ich Du gut. zockst uns richtig ab. Ich Okay. zock gerne Leute ab, dadurch bin ich groß geworden. Ja, so wie du das normalerweise tust auch, ne? Ja, natürlich, Mann. Natürlich, Mann. Das ist einfach so. Wir haben geile Dinger So. gedreht. Ich bin Nochmal. Diplomat von der Französischen Legion. Ja, hört Das sich doch gut an. waren gute Zeiten damals. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich Und mir vorstellen. bist du in Hamburg, kennst du Kopfnuss Kalli? Komm, ja, klar. Sag stark. Da finde ich Da wollte gut. ich dich. Da kennst du die So. ganzen guten Leute, kennst du. Kennst du auch den Mimon vom Club? Die Mimos vom Club, ja, habe ich auch schon mal gehört. Ah, sag stark. Sag stark. Ja, die Stark, eigentlich. ne? Ja, Mann. Du kennst dich So. gut aus in Hamburg. Klar, als Hamburger Wie Jung jung muss bist man du sich hier. eigentlich? Du hörst dich sehr jung an. Ich bin frische 24, noch Frischfleisch im Gegensatz zu dir, ne? Bist ja aber Ja. auch noch ein Hamburger Jung, Du ne? weißt aber, Frischfleisch muss weich geklopft werden. Also pass auf der Straße. Ja, klar, alles gut. Auf jeden Fall, Roland, wie hört sich Was das los? an? Hast du denn deine Unterlagen gerade vor dir liegen? Die Zählernummer und deine Kundennummer von deinem vorigen Stromanbieter? Ja, du stellst mir Fragen, da könntest du mich auch nach den Lottozahlen fragen. Ja. Ich glaube, es steht das nicht unten im Keller an diesem Zähldings dran. Also bist gerade nicht im Keller oder was? Nein, nein, aber da kann ich ja mal hinlaufen. Ich glaube, ein bisschen Bewegung tut mir gerade ganz gut. Das tut dir bestimmt richtig gut, wenn du kurz Boah. runterläufst und Kundennummer und Zählernummer. Ist das Haus oder ist mir schwindelig? Ich glaube, das ist Ach, das Haus. Das Erdbeben ist mir gewesen. ach, dir ist nicht schwindelig, das Haus dreht sich ein bisschen Ja, nur. soll ich mal aufhören, sonst will ich die Miete mindern. Das habe ich gerade neulich erst gemacht. Weil unter mir so, dieser alte Mann beschwert sich immer. Ey, es ist unerträglich, dass er hier eingezogen ist. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Aber man kann man die alten Leute nicht einfach. Ich bin ja selber nicht mehr der Jüngste, aber ich lasse den Leuten ihren Spaß. Ich kann eure Pantoffel suchen, dann nehme ich sie mit runter.
Ja, und wo beziehst du denn zurzeit deinen Strom, Roland? Aus der Steckdose, was ist das für eine blöde Aus der Frage? Steckdose. Ah, was hast du für eine Frage, ne? Ja, Mann, willst du Also. mich für bescheuert, willst du mich am Telefon beleidigen? Nein, ach Quatsch, das würde ich doch niemals tun, Roland. Das willst du ja auch nicht trauen. Das weiß ich. Nee, ich bin ein freundlicher Typ, du. Ich bin einer von der freundlichen Sorte. Ja, wie kann das dann sein, dass du mit mir klarkommst? Ich bin Gangster. Ja, Gangster, ich bin auch mit einigen Gangstern aufgewachsen. Ja, mit welchen denn? Ach, die muss man nicht kennen, ne? Ja, dann haben die doch nicht mal einen Führerschein für einen Deo-Roller. Dann können die nicht cool sein. Ja, bist denn im Keller hier, Roland? Ja, ich habe jetzt gerade meine Pusche gefunden. Ich kann jetzt runterlaufen. Ach, Scheißdreck, Wäschekorb. Wer hat Wäschekörbe erfunden? Ich schlag ihn tot. So, das ist der Korken. Ja, jetzt können wir quaken, ne? Drei Stockwerke muss ich runter. Hast du Zeit? Ja, ich bin nicht auf der Flucht, ne? Ich werde ja pro Stunde gezahlt, deswegen passt das alles. Und wie lange Alles sitzt du gut. da so am Tag? Ja, meine 8 Stunden sitze ich hier schon ab, ne? Das ist ja schrauen. Da sind die Leute alle so cool drauf wie ich. Nee, die meisten Leute sind nicht so cool drauf wie du, Roland. Was Also, machen die denn? Was machen die bist du denn? eine Hausnummer? Natürlich, Mann, Reeperbahn. Ja, Reeperbahn, Junge, Was ne? machen denn die anderen? Die anderen machen, ja, reden auch so wie ich, ne? Schnacken ganz normal. Ach so, das magst du nicht, oder was? Doch, klar. Mit dem Hamburger Jungen kann man auch gerne sprechen. Da fühlt man auch gerne ein Telefonat. Ja, sag mal stark, sollen wir heute Abend einen trinken, oder was? Ja, Ja. ein bisschen ruhig machen heute Abend, kann es weitergehen. Oh, heute Abend dann mit dir losziehen oder Ja, was, Roland? natürlich nehme ich mit ins Clubhaus, Mann. Geh in ein Clubhaus. In welches Clubhaus gehst du denn? Ja, Hells Angel, Bruder, Hells Angel. Oh, Hells Angela. Ja, Das natürlich, ist Mann. gefährlich, ne? Das ist gefährlich. Bist du überhaupt nicht. Du bleibst da einfach so neben mir stehen und dann tut dir keiner was. Ja? Es ist einfach so. Warte mal, Oha. der guckt schon wieder. Was ist da los? Können Sie mal im Treppenhaus bitte ein bisschen leiser sein? Das ist Schlafenszeit. Wenn Sie einfach mal wieder in Ihre Wohnung gehen, sonst sorge ich dafür, dass Sie das zweite Stalingrad heute noch erleben. Das ist ja eine Unverschämtheit. Wenn Sie weiter so mit mir reden, rufe ich die Polizei. Dann kannst du die Bullen rufen, die kennen mich. Sagst du es Roland, dann verpissen die sich gleich wieder. Sorry, wir können weitergehen. Ist die sich immer so anstellen müssen, alle. Hast du das Ja, verstehe ich mitgekriegt? auch Hast du nicht. das gehört? Habe ich alles mitgehört, Und Roland. bist du auf meiner Seite? Ja, Im normal. Treppenhaus Kann muss ich. man ja auch mal langlaufen. Dafür sind die ja da. Ich habe hier keinen persönlichen Aufzug. Ja, Guck klar, in muss deine ja. Wohnung zurück, ich sag's dir. Es Ja. ist schrecklich für die Figuren hier. Ja, nichts gefallen lassen, ne? Ja, so. Ja, guck mal, da ist die Kellertür. Kannst du. Nee, ich habe ja kein Bildtelefon. Ich wollte gerade sagen, kannst du die sehen? So, was wollte ich noch mal machen? Du wolltest deinen Stromzähler und mir Sag mich stark. zu deiner Zählernummer Sag mich erwähnen. stark. So, woher weiß ich jetzt, welches meiner ist? Kannst du da nachgucken? Nee, eigentlich nicht, aber. Warum nicht? Du bist doch von der Stromfirma. Das kann ich nicht. Die müsstest du mir einmal nennen. Wohnung Die hat Nummer. Warte, ich meistens. glaube, ich bin Wohnung Nummer 6. Drittes Gescheit. Ich muss mal kurz zählen. Schwimmer. Und ist Ja. der Ender. Das ist die 1, 3, 3. Ich bin Nummer Da steht auch 7. deutlich immer Zählernummer. Ja, ich bin Haus L, Wohnung Nummer 7. Ich muss gerade noch mal gucken. Ja, das ist das hier. Das steht sogar mein Name drin. Ich bin noch nie hier unten gewesen. Ja, dann passt das doch, dass du einmal mal runtergelaufen bist, ne? Ja, sag ich stark. Und den alten Mann noch zurechtgewiesen, dass er nicht so mit mir reden kann. Ja, genau. Mit mir kannst du ganz entspannt locker reden, ne? Ja, das weiß ich. Und da hat keiner dazwischen zu reden. Ja, genau. Ah, jetzt zu viel getrunken, habe ich das Gefühl.
Oh, ich dir ein Foto schicken davon. Oder sollen wir das Nee, machen? nee, du kannst mir die Nummer direkt sagen. Da steht auch Zählernummer, ne? Kannst du mir die einmal kurz durchgeben, Roland? Ja, theoretisch könnte ich das machen, aber die bewegt sich ja immer weiter. Es ändert Nee, nee, sich nee, ja das ist. immer. Nee, 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 die Zählernummer bleibt immer identisch. Nein, das dreht sich hinten. Vielleicht ist das auch wieder nur in meinem Nee, Kopf. das ist der Zählerstand, wo du gerade drauf guckst, Sag mir Roland. stark. Den willst du nicht haben? Den will ich nicht, der dreht sich ja dauernd. Da Deswegen ändert sich ja ja. alles. Deswegen, Ich das brauche wäre ja Schwachsinn. nur die Zählernummer. Ja, das ist 641. Warte, ganz kurz. Sag mir 641, ja? Ja, 366. 366 999. 999 2040. Nochmal 999 und dann 2040. Mach ich, kann ich 10. ewig stehen bleiben, mir ist schlecht. Alles gut. Ja, okay, alles klar. Die stand beim Zähler, ne? Du bist ja im Keller, ne, Roland? Ja, sagt ja wie ich. Ja, alles gut. Soll ich die einmal wiederholen? Dann vergleichen wir das einmal, ob das stimmt, ne? Ja, kannst du gerne machen. So, 641. Ja. Ey, hör mal zu. 366. Hast du gerade den alten Mann im Treppenhaus angemacht? Hör mal zu, er hat mich nicht dazwischen zu reden, wenn ich mit meinem Kumpel hier telefoniere. Zuckerblatt, bedrohst du alten Mann nochmal im Treppenhaus mit Stalingrad, Blatt? Was geht in deinem Kopf, Mann? Ich mach dich kaputt, dann fliegst du direkt nach Stalingrad, Blatt. Weißt du gar nicht, wie wir euch da kaputt gemacht haben, Zucker? Willst du Rolli Rolli da hier selber drohen? Ich bin Diplomat bei der französischen Legion. Blöd, mach, dass du wegkommst, ich knall dir deinen Kopf weg. Zucker, blöd, verpiss dich. Alter, was ist, kannst du mich in die Fresse hauen, Mann? Redest du noch mal so mit dem alten Mann, ich schwör, ich mach dich kaputt, blöd. Das machst du nicht noch mal in meinem Haus, blöd. Sieh zu, dass du dich verpisst aus Kellermann. Alter, beruhig dich wieder, ich gehe schon. Alter, bist du noch da, Mann? Ja, normal, normal. Was war denn jetzt schon wieder los, Roland? Was Das ist hast du schon wieder der angestellt Russe, hier? der Russe war es nicht. Blöd, ich bin nicht der Russe, ich bin Dimitri, blöd. Sag nicht der Russe, du Stück Scheiße, verpiss dich, Mann. Grüß dich, Mann, ich geh schon in meine Wohnung. Ja, blöd, wenn ich dich heute nochmal sehe, blöd, wenn ich nochmal Scheiße schreien höre, ich mach dich kaputt, Mann. Grüß dich, Mann, ich leg mich wieder schlafen. Ich glaube, er mag mich nicht besonders. Ja. Egal, geh mal in deine Bude Ja, Mann, ich gehe in meine und Bude. Sag geh mich einfach in stark. deine Bude rein und dann Ah, sag mich halt, stark. Was kann mach so dein ich mit Ding. mir machen? Ja, klar, kann ich nachvollziehen. Ich rufe Clubhaus an, das will ich gleich oben machen. Ich bin Diplomat. Das kannst du nicht mit mir machen, sowas. Ja, normal, kann ich nachvollziehen, Kannst, dass du kommst du Diplomat auch, bist. kommst du mir auch helfen? Ich komm dir auch helfen nach der Arbeit, wenn du magst, Sag Roland. mich, ja, kannst du noch ein paar Leute mitbringen, weil die Russen, denen ist ja nicht zu spaßen. Ja. Sag mich, Bist du jetzt ja. schon wieder in deiner Bude? Ja, ich versuche gerade aufzustehen. Der hat mir voll die Schnauze gehauen. Oh, der hat dir auf die Schnauze gehauen. Ich sag dir, es geht gar nicht so. Weswegen hatten wir eigentlich gesprochen? Ja. Ja, nun. Wegen Strom, du musst einmal nach oben in deine Bude und deine Jahresabrechnung, deine Abrechnung aussuchen und da steht deine Kundennummer von einem Anbieter. Wenn ich hier bleibe, könnte das leicht eskalieren. Ich komme zu Bist du dir bei der Wa nach Hause, da können wir das besprechen. Wo wohnst du denn? Du kommst mir nach Hause? Ja, sag, musst mich ja irgendwo jetzt Unterschlupf kurz nehmen, bis er sich beruhigt hat. Nein, alles gut, du bist sicherlich bei der Vattenfall, oder nicht? Nee, ich bin Keller immer noch. Nee, nicht. Ich frag, ob dein bisheriger Stromanbieter Vattenfall bist, nicht ob du noch im Keller bist. Ja, das weiß ich doch nicht. Kann ich auch nicht seine Gedanken lesen. Ja, muss man in deine Bude gehen und muss mal schauen Ja, nach deinen Unterlagen. kannst du hier kurz aufhelfen? Wie soll ich dir raushelfen? Ich bin noch auf der Arbeit. Ich kann doch jetzt nicht zur Reeperbahn fahren. Warum nicht? Es ist ein Betriebsausflug. Du musst den Kunden helfen. Nee, das kann ich leider nicht bringen, ey. Ja, ich quäl mich ja schon hoch. Ich hätte ja auch ein bisschen mehr Unterstützung erwartet von dir. Ja, das ist doch Musst gut. du noch lernen, aber da krieg ich dich schon hier hin.
Ja, kriegen wir Hast du alles. Spitz, du brauchst einen Spitznamen, wenn du bei uns mitmachst. Wie ist dein Spitzname? Ja? Ja, Mann. Das ist einfach so. Du hast, kriegst den Spitznamen Telefon, weil du mich angerufen hast. Ist das in Ordnung für dich? Ja, nenn mich Telefon. Du bist Telefon. Du bist Telefon. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier. Ja. Tiger. Dann bist du der Telefontiger. Ist das in Ordnung? Hört sich doch gut an. Sag es stark. Was magst du noch für Ja. Tiere? Hunde. Der Telefon, Hund hört sich nicht so gut an. Weil Hund sagt man ja eher zum Betrüger. Nein, die sind schramm dabei. Die Hunde sind stramm dabei. Danke stark. Ja. So, Ja. jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier eben so eine Kiste mit ganzen Sachen drin. Was wolltest du haben? Kontonummer? Kann ich dir so sagen. Ja, ich brauche. Wer war denn dein bisheriger Stromversorger? Vattenfall, denke ich mal, ne? Stadtwerke, keine Ahnung, wie die heißen. Hamburger Stadtwerke, Stadt. Stadtwerke. Hamburger Stadtwerke, Ist hört sich doch einfach gut an. so. Das ist einfach so. Ja, Hamburger Jungen, Hamburger Stadtwerke, ne? Ja, wann kann ich mir das Teil denn abholen? Wir schicken dir das in ein, zwei Wochen dann zu. Ich brauche nur noch deine Kundennummer, brauche ich noch. Meine Kontonummer, ja, das ist Hamburger Sparkasse. Nee, nee, deine IBAN und so, das brauche ich später. Ich brauche deine Kundennummer von deinem Stromanbieter. Du musst noch einmal bei dir zu Hause ein bisschen rumkramen und deine Abrechnung raussuchen wollen. Sag stark. Hast du Zeit? Ja, alles gut, ich bin nicht auf der Flucht. Warum nicht? Ach, ich bin ja ganz entspannt auf der Arbeit und am Ende des Tages machst du ein gutes Geschäft, kriegst ein iPad mit 32 GB, das Ja, schmeckt sag auch für einen stark. Euro Das schmeckt sehr gut. Was kostet der Strom denn ohne das iPad? Ohne das iPad, da müsste ich auch nochmal nachschauen. Ja, guck mal bitte. Was für ein iPad ist das? Das neueste, das aktuelle iPad Air 2. iPad 2. Also ich würde sagen, das sind auch minimale Unterschiede. Also an deiner Stelle würde ich das iPad mitnehmen. Das kannst du auch meinetwegen vertickern. Sag. Na, ich wollte doch Deshalb. gerne wissen, was das so kosten würde. Wie viel Ja. Speicher hat das? 32 GB, das reicht doch vollkommen. So, das ist schon eine Heutzutage. gute Menge. Aber was kostet das ohne das Ding? Ohne das Ding? Ja, Mann. Warte mal ganz. Ja, ich schau mal ganz kurz nach. Sag Ich hab stark. mal ganz kurz. Sag stark. Ich muss mal kurz was trinken. Ich bin noch dran. Warte ganz kurz. Ne? Wie ist das denn, wenn man das Ich rechne dir das mal, ich berechne das ganz kurz, Roland, und sag dir dann Bescheid. Wer ist denn der Typ, mit dem du immer im Hintergrund redest? Ach, das ist mein Leiter hier. Der Gute. Wer hat ge Was ist das? Warte mal ganz Hallo? kurz. Ja, ich bin gleich wieder da. Wie hört er uns zu oder was? Hallo? Ja, hallo, nee, heute ist Roland. Was Ich denn? Hört rechne er uns das. zu oder was? Nein, ach Quatsch, der wird doch niemals zuhören bei mir. Wenn er immer hinter dir steht, hört er ihm offensichtlich zu. Nee, nee, ich bin ja mit dem Headset hier verbunden, also keiner hört dich, was zwischen uns ist. Guck Also, das mal. ist so no homo, ne? Ja, no homo, no homo, alles gut. Ich muss das nur noch Guck mal mal. betonen. Ich habe einen Ruf zu verlieren auf der Reeperbahn. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, ich Ist sag dir mal einfach so. so. Ohne Gerät Ja. bis bei 33 Euro. 33,30. Bruttopreis. Ja, und das wäre was? Wie viel weniger? Also, das wäre im Gegensatz zu dir, 14 Euro. Du meinst ja, du zahlst zum Fuffi, ne? Knapp. Ja. Aber dementsprechend ohne iPad, ne? Ich sag mal, so ein iPad kostet auch mal 4, 5 Scheine.
Ja, das ist einfach so. Vorhin hast du gesagt, du, ich krieg das geschenkt. Und wenn das Ding Ja, nicht normal, dabei ich meine. ist, höre ich auf mich zu Doch, doch. unterbrechen. Wenn das Ding nicht dabei ist, kostet das plötzlich viel weniger. Dann ist das doch kein Geschenk, Mann. Willst du mich hier am Doch. Telefon verarschen? Ich bin der Verarscher. Nein, nein, nein. Was Ich ist los verarsche dich mit ja dir? nicht. Was ist los mit dir? Hast du keinen Ich verarsche dich Respekt? ja nicht. Ich bin Doch, Diplomat doch. bei der französischen Legion. Doch, doch, alles gut. Nee, wir verarschen dich ja nicht. Du kriegst das ja mit einberechnet. Das ist Wie ja mit das Coole. einberechnet. Du sagst, du schenkst mir das, aber dann muss ich das doch bezahlen. Das ist Du ja wie zahlst ja wenn du trotzdem. zur Nutte gehst und die einfach wieder abhaut, nachdem du bezahlt hast. Ach, nein, nein, nein. Du kannst das auch ohne iPad haben. Ich sag ja nur, dass mit dem iPad zahlst du ja nur 1 Euro dazu. Ja, ich Und bezahle wenn. 1 Euro für das Ding und dafür kostet der Strom 15 € mehr im Monat. Ich bin zwar besoffen, aber nicht blöde. Nee, aber du sparst ja trotzdem im Gegensatz jetzt zu deinem Vorvermietler, Ja, zu bezahle deinem ich das jetzigen Ding? Manager. Hast du mich doch voll angelogen? Was ist los Nee, mit hab ich dir? ja nicht. Du zahlst doch jetzt Fuffi im Monat, hast du mir erzählt. Ja, Und ich und hab du dir hast das doch mir gesagt, du vorgerechnet. schenkst mir ein iPad, wenn ich zu dir Genau, komme. Und richtig. jetzt bezahle ich Richtig, das richtig. aber im Nein, Endeffekt, nein, weil wenn nein, ich es nein. nicht nehme, ist es viel günstiger. Heißt, ich Nee, nee, bezahle, nee. das ist überhaupt kein Geschenk. Nee, 48 zahlst du ja insgesamt. Und kriegst ja dann direkt das iPad mitgeschenkt. Und sparst ja trotzdem deine 2 Euro Ja, im super, Monat. beim anderen spare Hast ich du mir. 14, das heißt, du verarschst mich, weil ich das Ding mitbezahle. Ich sag das dem Rainer Winkler, kennst du Rainer Winkler? Nee, kann ich nicht. Da solltest du aber kennenlernen. Ja? Aber wie sieht's denn bei dir aus? Also, willst du dann ohne Prämie, ne? Ich kann's dir Ich ohne will, Prämie auch wenn machen. einer der mich verarscht, mache ich doch keine Geschäfte. Was ist dein Problem? Du rufst Nee, hier nee, an, das von sagst, du mir. willst mir was schenken, oder soll ich das Das bezahlen? tue ich ja. Tue ich ja, in dem Falle. Du hast mir vielleicht deine Zeit geschenkt, aber die ist ja auch irgendwie nur geklaut gewesen, oder nicht? Nein, nein, nein. Ach, Quatsch, Roland. Du verstehst das, glaube ich, alles falsch. Ich verarsche dich nicht. Das hat Nein, nichts mit überhaupt Verarsche jetzt zu nicht. tun. Wenn du sagst, du schenkst mir was, ich es im Endeffekt aber bezahlen muss, ist Genau. das verarschen. Sonst kann ich Nee, das du Ding ja zahlst ja auch auf trotzdem. Raten kaufen bei Amazon oder eBay. Nö, kannst du auch machen, aber Ja, sag du musst. stark. Da mache ich das so. Da kaufe ich mir das selber. Ich will mich doch hier nicht verarschen. Nee, ja, kannst du auch machen. Wie sieht das denn mit dem günstigen Tarif aus? Sag mal, ich habe gerade gesagt, ich mache keine Geschäfte mit Leuten, die mich übers Ohr hauen wollen. Jetzt willst du hier schon wieder was verkaufen. Nein, ich hau dich nicht nur über ein Ohr. Ich will dir nur anbieten, einen günstigeren Tarif zu zahlen. Also ich bin Ein An- Diplomat, Mann. Hab mal Ordnungsschein. Respekt, Mann. Ja, ich hab Respekt vor dir, aber Das merke wie ich aber gesagt, nicht. doch, doch, alles gut. Ich hole Kopfnuss, Kalli. Ich sag dir das. Wie bitte? Ich hole Kopfnuss, Kalli. Du holst Kopfnuss-Curry? Kalli, Kalli, Kalli. Karl-Heinz. Ah, okay. Hast Ja, du wie sieht's denn bei Internet? dir Hast aus? du Internet bei dir? Ja, aber ich muss ja arbeiten, als Gib surfe ich nicht mal im Internet. bei Google Kopfnuss Kalli ein, dann siehst du den. Okay, Mach alles das klar, mache mal ich. und sag mir, was du siehst, dass ich weiß, dass ich dir glauben kann. Du hast Okay. mich schon mal angelogen, jetzt musst du es beweisen. Okay, und wenn ich das jetzt mache, dann steigst du ein, ne? Dann machst du einen Vertrag hier, ne? Dann Erstmal kriegst du einen. erfüllst du deinen Part und dann reden wir drüber, wie Männer. Okay, reden wir wie Männer weiter, ne? Sag stark. Okay. Google nach Kopfnuss Kalli. Kopfnuss-Kali, mache ich. So. Och, den kenne ich doch, ne? Der hier mit kurzen Haaren hier. Wo hast du gesucht, Mann? Ja, über Google, ne? Hat ja mit Baseballschläger, mit Machete. Richtig, Mann. So, Hast jetzt du habe ich das gegoogelt. sagten Jetzt stark. kannst du mir vertrauen. Jetzt Nö, kannst du mir vertrauen. ich hab mich einfach nur revanchiert. Jetzt habe ich dich auch verarscht. Jetzt hast du mich Kali auch ist verarscht. YouTube-Star. Ja? Ja, Mann. Also hast du kein Interesse an günstigeren Stromanbieter. Nee, ich würde jetzt eigentlich gerne einen trinken. Ein Trinken. Das kannst du auch danach machen, wenn du den Vertrag abgeschlossen hast und.
deutlich gespart hast dann. Du bist ja mehr am Verhören als die Bullen. Was ist los bei dir? Bist du voll Kriegwo? Nein, Quatsch, Quatsch. Ich will ja nur. Na, sag ich mir. Ja nur, Name, Dienstgrad, Waffengattung. Sagst du mir. Wie bitte? Name, Dienstgrad, Waffengattung. Bist du Luftwaffe so. Oder Marine? Ah, ich bin bei gar keinem von den beiden. Aber wie sieht's denn jetzt bei dir aus, Roland? So, du gibst nicht auf, wa? Nö, also. Also ich lieg, wenn jemand zu. Ich lieg hier Guck immer mal, ich noch sag mal so. Zwischen Schrank und Couch lieg ich immer noch rum. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Also von mir aus können wir weitersprechen. Ich habe nichts vor. Ich sag mal so, Roland. Ja. Wenn du auf die Straße gehst und jemand dir einen Puffi anbietet. Was jemand noch dir einen Puffi in die Hand tut. Nochmal bitte. Wenn du auf der Straße bist und einen Fuffi in die Hand gedrückt, nimmst du ihn an oder lehnst du ihn ab? Ich will auch keine Koksnote, Mann. Willst du mich schon wieder beleidigen? Was ist dein Problem? Nein, tue ich nicht. Ich bin Ronny Rohleder. Ich brauche keine Almose von Straßennoten. Verstanden? Ja, wie sieht's denn aus jetzt bei dir? Bist du jetzt in deiner Bude? Ich bin in meiner Bude. Es ist zwischen dem Couch und dem Fernseher sitze ich. Zwischen Couch und Fernseher. Kannst du deine Unterlagen rausholen, ne? Warum sollte ich das machen? Du hast mich angelogen. Entschuldige dich bei Kopfnuss-Kalli. Okay, ich entschuldige mich bei Kopfnuss-Kalli. Kann ich mich auch entschuldigen? Und bei Rainer Winkler. Und bei Rainer mach ich auch was. Rainer Winkler. Rainer Winkler, okay, alles Winkler, klar. Winkler, wie der Winkler. Ah, okay, kannst du alles jetzt klar. Noch mal ordentlich sagen? Wie heißt er nochmal? Rainer Winkler. Rainer Winkler. Winkler, was ist so? Habt ihr Winkler, kein... Winkler, wie ein so. Winkel, Winkler, ja alles du, gut. Habt ihr keine ordentlichen Headsets, dass ich alles Thema sagen muss? Ja, gerade undeutlich gehört, aber... Hoff mal drauf, dass ich mich nicht mehr an dich erinnere, wenn ich nachher nüchtern bin irgendwann. Nö, alles gut, alles gut. Ja, ist einfach so, ich bin Reeperbahn. Ja, du bist Reeperbahn, alles gut, Roland. Ist einfach so. Ja, wie sieht's denn aus bei dir? Es ist... Willst du... Warte mal, das hat gerade die Tür geklopft. Warte mal. Ist da? Hallo, Papa. Oh, Junge, komm rein, du. Ich muss mal kurz aufs Klo. Red mal mit dem Mann weiter. Das ist mein Bruder. Hallo, wer ist da? Hallo, ich... Ja, hallo, hier ist Dorian. Was ist denn los? Hallo, Dorian. Ja? Der nette Roland... Ja. Hat gestern Interesse gezeigt an ein iPad 32 GB. Oh, wie sieht's denn hier aus? Ja, Entschuldigung. Kein Problem, kein Problem. Ach, und das ist verbunden mit einem Stromwechsel, Anbieterwechsel. Und ich habe ihm das ausgerechnet. Er zahlt im Monat gerade einen Fuffi für den Strom. Und ich habe ihm das ausgerechnet mit iPad oder und ohne iPad, dass er auf jeden Fall definitiv bei uns sparen würde. Aber... Mal unter uns, du kannst doch einem völlig Besoffenen keinen Stromvertrag andrehen. Was ist denn los bei euch? Nee. Der kann doch, also, der krabbelt hier auf dem Boden rum, der ist doch gar nicht geschäftsfähig gerade. Was seid der war ihr auch denn? Sogar, nee, das hat nichts mit uns zu tun. Der war auch gerade im Keller unten und ist ganz normal runtergegangen. Hat nichts gesagt. Also man, er hat nichts gesagt. Also man sieht und hört doch, dass der Sturz besoffen ist. Mit so einem kannst du doch keinen Vertrag machen. Was soll denn sowas? Ach, er meinte zu mir, das ist seine Raucherstimme. Ich habe ganz normal nett gefragt, ob alles in Ordnung wäre. Er meinte, ja, passt alles, er ist nur in der Raucherstimmung. Ja, bei dem ist alles in Ordnung, weil er gar nichts mehr mitkriegt. Also mit dem kannst du doch keinen Vertrag machen. Wenn du ein guter Geschäftsmann bist, merkst du doch, dass der das gar nicht kann. Ja, alles klar. Ja, oh dann Gott, weiß ich glaube, Bescheid. Ich muss hier erstmal die Wohnung aufräumen. Oh, das ist ja schrecklich. Ja, alles gut. Ich hoffe, er ist nicht ausfallend geworden. Nee, eigentlich nicht. Nicht ausfallend geworden. Aber ich glaube, gestern hatte er ja Interesse an dem iPad, ob ich das dann, soll ich dann sonst mal ausgenüchtert morgen oder so anrufen, oder wie sieht's bei dem Reeperbahn also Roland aus? Ich fürchte, das wird ein bisschen dauern, aber Sie können das ja mal probieren. Ja, okay, alles klar. Also der hat frei die Woche, der müsste eigentlich da sein. Ich sag ihm das nachher nochmal, wenn er wieder einigermaßen klar denken kann, ja? Ja, genau, weil er hatte auf, sonst, haben Sie was zu schreiben, sonst kann ich Ihnen kurz nochmal... Die Summen nennt, die er sparen oh, ja. würde. Ja. Seid ihr auch aus Hamburg? Ja, wir sind auch aus Hamburg, genau. Toll. Richtig. Das ist immer gut, wenn man die Leute vor Ort hat.
Ja, genau. Super. Ja, ich kann aufschreiben. Also, Ja. er würde mit dem iPad 48 € zahlen mit Strom und mit dem iPad inklusive. Reden wir jetzt von Strom oder bestellt er ein iPad? Ich habe das nicht verstanden. Nee, das wäre als Prämie, wenn er wechseln würde. Also der bestellt das quasi und kriegt dann so ein iPad als Dankeschön geschenkt. Genau, mit dem Strombieteranwechsel in dem Mit dem Falle. Stromanbieteranwechsel. Ach so, okay. Ja. Genau, und er hat mir dann halt gerade erzählt, dass er im Monat einen Fuffi zahlt. Ja. Und dann habe ich halt das mal ausgerechnet für seine Wohnung. Und Für das Ratten im da Mikro, sind Entschuldigung. kein Problem. Und da sind wir ein Stückchen günstiger. Und ohne iPad wäre es halt 15 € günstiger. Und diese Preise sind auf 2 Jahre gefestigt. Heißt somit, er hat eine Preisgarantie in dem Falle. Warte, jetzt muss Und ich aber ich. nochmal fragen. Er kriegt ein iPad geschenkt und spart 2 €, aber wenn er das iPad nicht will, ist es 15 € billiger. Dann ist das doch gar nicht geschenkt. Doch, das wäre ja als Prämie. Und ich Ja, habe aber ihm eine das aber Prämie auch ist nochmal doch ausgerechnet. kostenlos, oder nicht? Genau, die Prämie wäre kostenlos mit drin, Ja, aber er bezahlt das sozusagen. ja. Nee, der bezahlt das ja nicht. Ja doch, weil das andere ohne das Ding ist ja günstiger. Das ist ja, er zahlt ja dann quasi 360 € in 2 Jahren. Da kann er sich das Ding ja auch kaufen. Das ist doch dann gar kein Geschenk. Kann man auch so berechnen, aber wie gesagt, er würde das halt direkt bekommen und zahlt ja, ist ja als Prämie mit drin, ne? Und Ja. spart ja trotzdem was am Strom. Ach so. Ja, ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Ich berechne einfach Nein, immer sehr kein Problem, gerne. kein Problem. Dafür sind wir ja da und Ja, das ist einfach so. genau. Deshalb würde ich sagen, so, ich kann Ihnen das auch ohne Prämie anbieten, Sag also mal halt ohne stark. iPad, aber weil er sich halt so dafür interessiert hat, habe ich ihm das halt so angeboten, habe gesagt so, okay, wir sind 2 € günstiger im Monat, auf das Jahr gezogen ist das ja auch schon eine Summe. Oh, was hat der denn hier getrieben? Der Boden ist blutig. Oh nein. Ach ja, Sind Entschuldigung, Sie ich bin. noch? Ja, ich bin nur gerade Kein ein bisschen Problem. schockiert, wie das hier aussieht. Kein Problem, kein Problem. Ja. Ja, wie gesagt, 2 Jahre Preisgarantie. Ja, ich habe das alles aufgeschrieben. Ich hoffe, der versteht Sehr das. gut. Ja, genau. Und wenn er das iPad so holen würde, könnte ich ihm natürlich auch den normalen Vertrag anbieten, wo er halt 17 € sogar spart, wenn er genau auf diese Fuffi, und das ist dann halt dementsprechend genau auf die Summe aufgerechnet. Ach so, ich finde das gut, dass euch das gibt. Ich meine, woher soll man das sonst alles wissen? Ja, dafür sind wir ja da. Das find, was ist Also das soll ich denn für sonst ein nochmal. Be was ist das denn für ein Beruf, den ihr da ausübt? Wie nennt sich das denn? Wir sind Junior Sales Manager und Manager, oh. verkaufen genau. Oh, ich Soll spreche ja ich mit einem, sonst das? ich spreche ja dann mit einem ganz hohen Tier. Ja, soll ich sonst noch mal morgen beim Roland anrufen? Würde ich versuchen. Okay, dann rufe ich mal morgen gegen Mittag an noch mal, ne? Würde ich sagen. Ich bin ja sonst eher so der schüchterne Typ, aber ich mag deine Stimme voll. Sollen wir mal was trinken gehen, wir zwei? Ach, nee, ich bin leider vergeben. Alles gut. Ah, oh, das ist schade. Aber man kann es ja mal Ja, versuchen. war ein guter Versuch auf jeden Fall. Dann ruhe ich mal morgen gegen 15 Uhr nochmal bei den Roland an, ne? Alles klar, ich lege ihm den Zettel hin. Ich weiß zwar noch Alles nicht klar. wohin, weil man hier wahrscheinlich überhaupt nichts wiederfindet, aber ich werde es ihm hinlegen. Ja, alles klar. Supi, dann bedanke ich mich bei dir. Ja, bis dann, Süßer. Jo, ciao, ciao. Tschüss.